Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schoki Banoki Daily, deine tägliche Portion Angeberwissen. Richtig, ich bin der Sascha und es ist der Marc Hagenbeck und wir reden heute über den 31. August. So sieht das aus. Und ich habe euch direkt schon mal ein Geburtstagskind mitgebracht. Ihr seht ihn hier hinter mir. Es ist Richard Gere. Ja, Richard Gere, bekannt aus Pretty Woman, Ein Offizier und Gentleman. Chicago, die Braut, die sich nicht traut und die ganzen Filme. Die ganzen Käse. Ganz genau. Ja. Hast du Pretty Woman gesehen? Einmal. Der kommt doch, ich weiß nicht, Pretty Woman hat doch, glaube ich, so mittlerweile schon fast einen eigenen Fernsehkanal, oder? Ja. So oft wiederholt. Der Pretty Woman-Kanal. Der Pretty Woman-Kanal, ja. Jawohl. Das ist so diese ganz berühmte Szene, wo dann halt dieses Collier da genau so hinhält. Schnapp. Und dann so zumacht. Und Julia Roberts so. Und angeblich soll es ja nicht geplant gewesen sein, dass sie so reinfasst. Was machen wir? Ja, genau. Diese war auch nicht geplant, kam auch total. Aber auch ganz total natürlich kam es rüber. Ja. Ja. Das war am 31. August. Und am 31. August 1994 sind auch die letzten russischen Truppen aus Berlin abgezogen. Das war 1994. Die letzten russischen Truppen aus Berlin. Cool. Und was war noch am 31. August? Ja, am 31. August 1997 verunglückte Lady Di kurz nach Mitternacht beim Autounfall in diesem Tunnel in Paris. Habe ich mitbekommen in Holland. Ich war in Holland gewesen, in Julianadorp im Urlaub. Und da habe ich mitbekommen, irgendwie, dass die Diana gestorben ist. Ja. Und voll krass. Ne? Da habe ich irgendwie, weißt du noch, wo das war, als du es mitbekommen hast? Wo das war oder wo ich war? Also, wo das war, haben wir ja gerade gelernt, in Paris. Aber, wo ich war? Ja. Weißt du das noch? Boah, nee, das weiß ich nicht. Also nicht so, ist für dich nicht so ein Datum, wo du das irgendwie festmachen kannst? Nee, bei mir ist eher so 9-11 und so, aber bei Lady Di, weiß ich nicht. Okay, gut. Macht ja nichts. Ist ja. Ich weiß ja nur, sehe das noch vor mir und weiß auch, dass es keine Sternstunde des Journalismus war und das Ganze und so. Und ja, geschenkt. Bis morgen. Cheerio, Mr. Sophie. Tschüssikowski.